Ab August hat jedes Kind, auch die unter Dreijährigen, einen Anspruch auf einen Kita-Platz. Das hat uns ja die Bundesregierung versprochen. Wenn man sich allerdings die Lage in Berlin ansieht, dann kommen einem große Bedenken. Rund 12.000 Kita-Plätze gibt es hier zu wenig. Und es könnte noch schlimmer kommen, denn immer mehr Kitas müssen dicht machen. Sie können ihre Miete nicht mehr zahlen und werden gekündigt. Helge Oehlert und Peter Kessen über eine alarmierende Entwicklung. Also warum die Kita zumachen muss? Weil sie kein Geld mehr hat. Ich weiß, dass wir rausgehen nur. Kita. Der, den das hier gehört, der will mehr Geld. Und so viel Geld haben die Kita noch nicht. Der Kinderladen Klein und Stark in Kreuzberg. Eine private Kita, getragen vom Engagement der Eltern. 27 Kinder werden hier ganztags betreut. Das ist, glaube ich, ein Kreuzer. Eine Einrichtung mit Tradition, gegründet 1978 in einem leerstehenden Ladenlokal. Es war eine bewegte Zeit im damals runtergekommenen Wrangelkiez nahe der Mauer. Ein Projekt bürgerschaftlichen Engagements, auch politisch motiviert als ein Zeichen des Aufbruchs und der Hoffnung im abgeschriebenen Randviertel. Doch 35 Jahre später haben sich die Vorzeichen geändert. Die Gegend rund ums Schlesische Tor erlebt wie viele Berliner Innenstadtbereiche einen Boom. Ladenbesitzer konkurrieren um Hipster und Touristen. Das Geld scheint für sie auf der Straße zu liegen. Da passt so etwas Bodenständiges wie Kindererziehung plötzlich nicht mehr zur Gewinnerwartung der Vermieter. Im Falle von Klein und Stark sollte die Quadratmetermiete mal eben von 12 auf 35 Euro verdreifacht werden. Begründet hat der Vermieter das einfach damit, dass er tatsächlich in dieser Gegend jetzt 30 bis 40 Euro bekommen könnte für Gewerbe. Und wir natürlich so viel nicht zahlen können. Wir könnten allerhöchstens 20 Euro zahlen. Ab Juni brauchen 27 Kinder einen neuen Platz. Klein und Stark räumt nach 35 Jahren das Feld. Für die Kreuzberger Sozialstadträtin eine alarmierende Entwicklung. Denn in letzter Zeit häufen sich auf ihrem Schreibtisch die Fälle, in denen Kitas die Miete um ein Vielfaches erhöht wurde. Das sind keine Ausnahmefälle, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, dass es noch öfter vorkommen wird und nicht nur im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, sondern es betrifft die Innenstadtbezirke, die große Probleme haben mit Wohnraum. Das alles geht auf Kosten der Kitas. Sie haben dem überhitzten Immobilienmarkt nichts entgegenzusetzen und manche meinen, die Politik heize das Ganze sogar weiter an. Aus Angst vor Kündigung will der Chef eines Kita-Trägers nicht erkannt werden. Seine Einrichtung ist Mieterin in einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft und bekam vor kurzem eine Mieterhöhung um unglaubliche 400%. In den Gesprächen mit der Wohnungsbaugesellschaft wurde uns gesagt, dass es eine politische Vorgabe auf Landesebene war, marktfähige Mieten jetzt zu realisieren. Die steigenden Mieten in der City. Für die Kita Klein und Stark in Kreuzberg bedeuten sie bereits das definitive Aus. Nach 35 Jahren für alle ein großer Verlust. Traurig, ich bin wütend, ich bin enttäuscht. Also sind wir alle, weil wir hängen tierisch an dem Laden. Wir hängen an dem Laden, an der Gegend. Die Schließung dieser Kita, nur der Vorbote für einen allgemeinen Trend. Dass sich Kinderbetreuung in der Innenstadt bald nur noch Vermögende leisten können. Der, dem das hier gehört, der will mehr Geld. Und so viel Geld haben die Kita noch nicht.